Tag 2. Noch immer Regen. Was wir bisher gelernt haben. Erstens, wenn die Kameras nass werden, geben sie den Geist auf. Zweitens, egal was wir tun, die Kameras werden nass. Drittens, die Insekten scheinen Besucher zu mögen, die dumm genug sind, Shorts und Flipflops zu tragen. Viertens, was wir gefunden haben, ist ein magischer Ort. Tag 3. Keine Spur von den mörderischen Drogengangs, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Aber die Leute aus den Dörfern an den kleinen Straßen schenken uns immer ein Lächeln. So rein und klar. Zwischen all dem Matsch und dem endlosen Regen. Vielleicht sind sie der Dschungel. Ich glaube, das ist der Trick. Tag 5. Wir kriechen tiefer hinein, starren durch Linsen am Bug eines Kajaks. An uns klebt das Blut des Dschungels, von Kopf bis Fuß nach Matsch, Wasser, Regen, Laub, Insekten und Viren. Doch wir haben so verdammt viel Glück, wirklich so verdammt viel Glück. Ich hänge an einem Seil im Regen und kotze in den Abgrund. Eiter an meinen Füßen, von Hunderten von Mückenbissen. Ich schaue mich um. Jeder hier macht genau das, was er liebt. Athleten, Künstler. Die Grenze zwischen ihnen ist verschwunden. Jeder Moment.